meine Damen und Herren Präsidenten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Präsident Konstantinescu hat eben an den 75. Geburtstag von Michael Gorbatschow erinnert. Und deswegen möchte ich meine kurze Rede damit beginnen, dass ich Herrn Präsidenten Emil Konstantinescu zu einem gleichen Geburtstag gratuliere, denn er ist gestern 75 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch, lieber Herr Präsident Konstantinescu. Die Konrad Adenauer Stiftung erwähnt. Und Sie haben jetzt, Herr Präsident Konstantinescu, das Alter, das Konrad Adenauer hatte, als er 3 Jahre Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland war. Und er hat dann weitere 11 Jahre regiert, insgesamt 14 Jahre. Wer weiß, was wir vom Präsidenten Emil Konstantinescu noch alles erwarten dürfen. Und ich sage das nicht mit einem parteipolitischen Hintergrund, sondern als Europäer. Rumänien hat einen neuen Präsidenten gewählt, Klaus Johannes, und er gehört in doppelter Weise einer Minderheit an, ethnisch und was das religiöse Bekenntnis angeht. Und meine Damen und Herren, diese Wahl, ich betone noch einmal, ich sage das nicht mit einem parteipolitischen Hintergrund, aber dass in Rumänien jemand gewählt werden kann aus einer religiösen und ethnischen Minderheit, das verkörpert die besten Werte Europas. Glückwunsch an Rumänien für dieses große europäische Beispiel. Ich hatte das Privileg von 1979, der ersten Direktwahl des Europäischen Parlaments, bis zum 1. Juli dieses Jahres im Europäischen Parlament anzugehören, also 35 Jahre. Und wenn man mir damals gesagt hätte, du wirst eines Tages in Bucharest zusammen mit Präsident Konstantinescu, Sultan Lech Walesa und all den anderen, die hier sind, über das freie und geeinte Europa der Europäischen Union sprechen, dann wäre es aus der Sicht des Jahres 1979 erschienen wie ein Wunder. Und deswegen haben wir allen Anlass, darüber unser Freude von Herzen hier in Bucharest zu freuen. Und unsere Werte sind, liebe Freunde, das dürfen wir niemals vergessen in der Europäischen Union, die Würde des Menschen, die Menschenrechte, die Freiheit, die Rechtsordnung, die Demokratie und der Frieden und die Solidarität, Solidarność, die uns hoffentlich immer verbindet. Dies ist einzigartig in der Welt. Aber die Europäische Union ist nicht das ganze Europa. Zu Europa gehört auch die Ukraine. Und was wir dort erleben durch die Aggression eines großen europäischen Landes, das dürfen wir nicht einfach so hinnehmen, sondern wir müssen unsere Werte verteidigen. Fraktionsvorsitzender im Europäischen Parlament und da hatte ich auch immer 6 oder 7 Minuten Redezeit.
Ich möchte eine letzte Bemerkung machen zu unserer Identität. Wir sind hier in Bucharest im Herzen Rumäniens. Ich bin Deutscher aus dem Landkreis Osnabrück in Niedersachsen. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir immer wissen, woher wir kommen. Denn nur wenn wir wissen, woher wir kommen, können wir auch in die Weite unseres eigenen Landes und Europas gehen. Und deswegen gehört für mich zusammen, Heimat, Vaterland und Europäer zu sein. Und natürlich Verantwortung für die Welt. Und lassen Sie mich abschließend dieses sagen. Ich war mal Fraktionsvorsitzender im Europäischen Parlament und da hatte ich auch immer 6 oder 7 Minuten Redezeit. Und deswegen bin ich daran gewöhnt, die Zeit auch einzuhalten. Und es gab dann eine Luxemburger Kollegin, die sagte, Sie hatten nur 1 Minute, gib mir von deinen 7 Minuten 2 Minuten ab. Aber die 7 Minuten brauchte ich damals und ich werde sie jetzt fast auch ausschöpfen. Ich möchte eine letzte Bemerkung machen zu unserer Identität. Wir sind hier in Bucharest im Herzen Rumäniens. Ich bin Deutscher aus dem Landkreis Osnabrück in Niedersachsen. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir immer wissen, woher wir kommen. Denn wenn wir wissen, woher wir kommen, können wir auch in die Weite unseres eigenen Landes und Europas gehen. Und deswegen gehört für mich zusammen, Heimat, Vaterland und Europäer zu sein. Und natürlich Verantwortung für die Welt. Aber wer nur seine Heimat sieht, der wird sie nicht schützen. Wer seine eigene Nation über alle Nationen stellt, der wird zu Nationalisten und Nationalismus führt zum Krieg. Und wer nur als Europäerin oder Europäer empfindet, die oder der hat keine Wurzeln. Und deswegen gehört dieses zusammen, Heimat, Vaterland, Europa. Und ich wünsche Ihnen allen, Ihnen persönlich, Ihren Familien, Ihren Ländern, aus denen Sie